Champagne Bruno Payer ist ein recht modernes, junges Champagnerhaus. Bruno Payer hat das Haus Anfang der 80er Jahre gegründet. Und man sagt, das ist das jüngste der großen Champagnerhäuser. Champagne Bruno Payer hatte einen Traum, selber ein eigenes Haus zu gründen, um eigene Weine zu kreieren und diese Weine zu vermarkten. Und er hat diesen Traum mit 27 verwirklicht. Das war für Bruno Payer relativ einfach, sagen wir so, weil die Familie Payer ist immer in der im Champagnergeschäft involviert worden. Nur nicht direkt mit einem Haus. Und Bruno Payer wollte sein eigenes Haus kreieren. Der hat dieses Haus kreiert, er hat Weine entwickelt, kreiert, die noch nicht auf dem Markt waren. Seine eigene Philosophie für Weine, das heißt Mineralität, Eleganz und Frische, Präzision. Das ist, was er mit seinen Weinen vorstellen wollte. Und das hat er jetzt gemacht.